Wir zähmen heute den Shastasaurus, den brandneuen Dinosaurier, den es erst seit heute auf Center gibt. Ich zeige euch, wo er spawnt, wie ihr ihn fangen könnt und was er für unglaublich coole Fähigkeiten hat. Wenn es euch gefällt, denkt an den Daumen, bleibt auf keinen Fall wie ich in dem U-Boot unten drunter stecken und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Center und den neuen Dino so findet. Zunächst zum Spawn. Ich habe meinen hier gefunden, zwischen den zwei östlichen Inseln. Ich weiß aber auch, dass es unten vorm Redwood welche gibt. Wichtig ist, sie sind nicht sehr tief unten, das heißt, ihr müsst da wirklich an der Oberfläche suchen. Und da schwimmen meistens mehrere rum. Ich hatte hier zwei auf einmal. Aber es ist wirklich schwer, zwei auf einmal zu zähmen, weil ihr nämlich schnell sein müsst. Was ihr braucht, ist eigentlich nur eine Sichel und einen Delfin, also einen Ichthy. Denn die wollen mit dem Ichthy dann eine Gruppe bilden und nehmen euch dann sozusagen in ihr Rudel auf. Ich weiß nicht, ob Rudel dafür die richtige Bezeichnung ist, aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Ohne Ichthy, seht ihr hier, funktioniert es nicht. Was auch noch wichtig ist, es muss richtig nah an der Oberfläche sein, sonst spawnen die Leeches nicht, die ihr von denen abmachen müsst. Das Gute ist, sobald ihr euch sehen, schwimmen die euch hinterher, das heißt, ihr könnt die dann easy an die Oberfläche kiten. Die schwimmen zum Teil sogar viel zu nah ran, ihr habt es gesehen, ich stark schon wieder in ihm drin. Aber auf jeden Fall habe ich sie jetzt mittlerweile weit genug oben. Ich habe da dann einen Augenblick gewartet und versucht, mein Ichthy auf Follow zu pfeifen und plötzlich kam die Meldung, dass ich die Leeches abmachen soll. Dafür gibt es nur einen sehr kurzen Zeitraum und man muss drei Stück entfernen mit der Sichel. Ich habe mich erstmal auf den blauen konzentriert und das war auch gut so, denn die Zeit ist so knapp, dass man es bei beiden parallel eigentlich nicht schafft, außer ihr seid halt ultra schnell, bin ich ja nicht. Passt auf jeden Fall auf, dass ihr mit der Sichel nur die Leeches trefft und nicht den Shasta, denn sonst wird er aggressiv und kickt euch durch den halben Ozean. Glaubt mir, ich habe das leider schon geschafft, das ist keine sehr angenehme Erfahrung. Wenn ihr die drei Leeches entfernt habt, dann kommt die Meldung, dass ihr ihn jetzt füttern könnt. Ich habe dafür Kibbe genommen und mir auf die Null gelegt. Das Ganze geht aber auf jeden Fall auch mit Fleisch, dauert dann aber halt länger. Und im Gegensatz zu vielen anderen passiven Tames könnt ihr den nicht überall füttern, sondern ihr müsst wirklich vor zum Mund schwimmen. Habe ich erst nicht gerafft, hab da rumgesucht, warum kommt da kein E-Drücken. Ihr müsst wirklich richtig weit vorn sein. Und auch für das Füttern habt ihr nur eine ganz kurze Zeitspanne. Ich habe zu lange gebraucht und konnte ihn dann nicht mehr füttern und musste sozusagen die zweite Welle abwarten, bis ich ihm wieder Leeches entfernen konnte. Da vergeht ein kurzer Zeitraum, aber es dauert wirklich nicht lange. Jetzt, wo ich weiß, dass ihr ihn am Mund füttern müsst, würde ich euch empfehlen, fangt mit den Leeches ganz hinten an und arbeitet euch dann nach vorn, dann seid ihr halt schon vorn beim Füttern, macht irgendwie mehr Sinn. Wenn ihr ihn gefüttert habt, dann schwimmt er ein Stückchen weg. Bei mir hat es jetzt mit einem Füttern mit dem Kippel 90% gebracht und ich habe 10-fache Zähmeinstellungen und das ist auch nur ein 55er. Das heißt, mit Fleisch kann das wirklich deutlich länger dauern. Bei mir waren es so nur zwei Wellen. Und nach der zweiten Welle hatte ich ihn gezähmt und dann öffnet sich dieses schöne Dossier, wenn ihr das erste Mal macht. Kommen wir also zu den Fähigkeiten des Shastas und ihr könnt ihn natürlich reiten, ist ja logisch, der soll ja eine Art U-Boot sein. Dafür braucht ihr aber einen Sattel und den kriegt ihr erst, wenn ihr den Tech-Grebli habt, denn darin wird er hergestellt. Der ist auch relativ teuer, er kostet 200 CP, 150 Electronics, 250 Siliziumperlen, 350 Kristalle und 1500 Metal Ingots. Aufgesetzt sieht das Ganze wie so eine Art Rüstung aus und unten dran hängt dann eben dieses U-Boot und das könnt ihr bebauen. Vorher schauen wir uns aber die ganzen Fertigkeiten des Shastas an. Als erstes, er ist ultra langsam. Also wenn ihr mit denen durch die Gegend schwimmt, das dauert wirklich Jahrzehnte. Und standardmäßig habt ihr auf Rechtsklick das Sonar. Da schickt ihr so eine Art Welle aus und da werden euch dann Tiere in der näheren Umgebung angezeigt. Wenn ihr Control bzw. STRG gedrückt haltet, könnt ihr zwischen den ganzen Fähigkeiten hin und her schalten über die Maustasten und ihr seht, da sind noch einige mehr. Mit dem Puls gebt ihr eine Art Druckwelle ab und die schießt alle Tiere in der näheren Umgebung weg. Das ist sehr hilfreich, denn der Shasta wird wirklich von allem Möglichen angegriffen und so könnt ihr euch wenigstens erstmal daraus befreien. Mit dem Periskop habt ihr so eine Art Superzoom, also das ist ganz praktisch, vor allem wenn es keine Mods auf dem Server gibt, wo ihr spielt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gar keine Mods drauf, auch kein Spyglass. Und das Praktische ist, das funktioniert sowohl über Land als auch unter Wasser. Und wenn ihr damit ein Tier unter die Linse bekommt, wie ich hier diesen Plesio, werden euch sogar die Stats von dem Tier angezeigt. Mega geil. Die ganzen Fähigkeiten haben auch eine Abklingzeit, das heißt, ihr könnt sie nicht ständig benutzen. Aber ihr seht ja bei diesem Puls, wie schön der Plesio wegfliegt. Es gibt auch noch eine Art Blendgranate und die blendet dann eben Gegner in eurer Nähe.
Den Torpedo könnt ihr allerdings nur benutzen, wenn ihr vorher Rockets in das Inventar eures Shasters gezogen habt. Ich habe hier mal 40 reingelegt und das Ganze ausprobiert und wild um mich herum geschossen. Und sonst kann man Rockets unter Wasser ja nicht zünden, außer mit ein paar Tricks, aber vanillamäßig sollte das eigentlich nicht gehen. Und damit bietet der Shaster schon eine einzigartige Möglichkeit. Ihr müsst auch nicht nur nach unten schießen, sondern ihr schießt wirklich dorthin, wo ihr hinschaut. Also ihr könnt damit auch nach oben schießen und das ist vielleicht ganz interessant, wenn man gewisse Basen raiden möchte. Das funktioniert natürlich auch bei Tieren. Ich wollte diesen Plesio treffen und habe dann einen ganz wilden Winkel gefunden, wie ich ihn abknallen konnte. Hat richtig viel Rockets gekostet, aber am Ende war er tot. Okay, jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der wahrscheinlich alle am meisten interessiert, mich nämlich auch. Wie kann man den Shaster bebilden? Wenn ihr absteigt von dem Shaster, dann steigt ihr nicht oben ab, sondern seid automatisch unten in seinem U-Boot drin. Und ganz hinten habt ihr so eine Art Tech-Tür, die eben das Wasser daran hindert, da innen reinzufließen. Und dazwischen den ganzen Raum könnt ihr fürs Bauen benutzen. Draußen könnt ihr leider nichts setzen, also ich hab's nicht hingekriegt. Vielleicht gibt's da aber einen Trick, also ganz sicher gibt's da irgendeinen Trick, den habe ich aber noch nicht rausgefunden. Den Boden könnt ihr ganz normal mit Foundies layern. Was ich hier besonders schön finde, ist, dass die Foundies nicht so hoch stehen, wie es ja meistens auf Plattformsätteln ist, und das ist halt streng genommen einfach ein Plattformsattel, sondern es ist richtig schön nah am Boden. Ihr kriegt dabei genau drei Foundations nebeneinander. Auch das finde ich cool, dass es halt mal abgepasst ist und nicht irgendwie übersteht, sondern es passt genau. Danach könnt ihr eure Base dort reinbauen, aber es gibt ein paar Einschränkungen. Man kann nämlich nicht alles setzen. Ich habe jetzt nicht jedes Bauteil ausprobiert, aber schon von denen, die ich probiert habe, kann man einige eben leider nicht platzieren. Dazu gehört jede Art von Turret, weder draußen noch drin. Der sagt mir dann immer, dass es auf dem Boden platziert werden muss, obwohl ich da ja Foundations gesetzt habe. Ist ein bisschen schade, denn so fällt das Tier im PvP eigentlich schon wieder komplett weg. Und das finde ich ehrlich gesagt halt echt traurig. Ich habe das dann auch mit Tech Turrets und Normals probiert, aber hat mit keinem von denen reingeklappt. Auch den Transmitter kann man darin überhaupt nicht setzen. Ja, schade. Was aber natürlich geht, sind die ganz normalen Bauteile, die man so für eine Base braucht. Also Smithy, Fabrikator, Grinder, Chembench ist alles gar kein Problem. Danach habe ich das Ganze auch mit einer Industrial Forge probiert und das ging dann wieder nicht. Da hat er mir wieder angezeigt, dass das Ganze Fundamente braucht. Was ihr aber machen könnt, ist das Ganze halt noch durchlayern, ne, dass ihr da mehrere Etagen reinbaut. Ihr seht, es ist auch genau eine Dreierhöhe, was ich wiederum sehr gut finde. Ich habe das Ganze hier mit Fenstern gemacht, dass man eben wenigstens noch ein bisschen rausgucken kann. Also als Fazit finde ich den Shaster ziemlich cool, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man eben so viel nicht setzen kann, weil so ist er halt kein vollwertiger Ersatz für jetzt eine Vakuum-Compartment-Base. Ich hatte mir das ein bisschen vorgestellt, wie dass es halt eine komplette Vakuum-Base ist, die ich einfach transportieren kann und immer an unterschiedlichen Orten abstellen kann, was für PvP halt echt ziemlich cool gewesen wäre. Aber dadurch, dass man eben weder eine Indie-Forge noch einen Transi noch Turrets placen kann, ist das Ganze auch nur so eine halbe Lösung. Und trotzdem braucht man für den Sattel ja bereits Tech-Engramme. Aber ich bin auf eure Meinung dazu extrem gespannt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wenn ihr solche Videos hier nicht mehr verpassen möchtet, dann müsst ihr unbedingt den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren.